Guten Morgen, Emsradweg, Teil 2, Tag 2, wie auch immer. Ja, nee, da fahre ich nicht lang. bin gerade am Campingplatz gestartet. Erste Morgen auf Radtour im Jahr, dauert immer ein bisschen länger. Bald 2 Stunden abgebaut, aber beziehungsweise mit Frühstücken und allem. Normalerweise bin ich in einer Stunde damit durch, aber ich habe Urlaub, also von daher. Ja, ein paar Takte zum Campingplatz selber. Also eigentlich ist der für Radreisende ziemlich ideal in meinen Augen. Super freundliche Leute da. Duschen kostet nichts extra, also keine Duschmarke. Da hängt sogar extra ein Aushang, dass die auf der anderen Seite vom Waschhaus tatsächlich noch einen Waschraum haben, also mit Waschmaschine und dergleichen, wo dann auch Handwäsche ausdrücklich erlaubt ist. Habe ich auch schon anderes gesehen. Wäschetrockner gibt es da auch. Heißt, wenn man mal seine Klamotten nass gekriegt hat, kann man die da auch vernünftig trocknen. Ja, von daher eigentlich idealer Campingplatz für Radreisende. Die haben da auch da, wo sie die Radreisenden in der Regel hinstellen, so eine kleine überdachte Bank mit Tisch. Ist ja auch immer ganz praktisch. Da vorne muss ich rechts. Vorsicht Enten, hier komme ich. Mac Mac. Weg sind sie. Ja. Von daher eigentlich alles gut, bis auf Nachtruhe wird da am Wochenende nicht unbedingt eingehalten. Also gestern war Maibaum aufstellen, vorne an der Rezeption, bis 1 Uhr nachts war Musik. Ist dann so. Ja, hier über die Brücke würdet ihr kommen, von Warendorf aus und dann links runter wird es dann Richtung Campingplatz gehen. Und ich fahre jetzt hier rechts Richtung Techte weiter. Ja, hier an der Stelle und auch am Campingplatz fließt die Ems relativ gemächlich dahin, so dass man auch am Campingplatz im Sommer ganz angenehm in der Ems baden kann. Kann man schön gemütlich auf der Stelle schwimmen. Habe ich schon mal gemacht, aber nicht dieses Jahr. Da ist es mir noch zu frisch zum Schwimmen. Keine besonders schöne Badestelle da am Campingplatz, aber funktioniert. So, jetzt geht es hier durch den Ems-Park, Ems-Uferpark, irgendwie so heißt das Ding hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier will er lang, ne? Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch eins der beliebtesten Motive hier. Der Mann im Schwimmreifen, der Badende, keine Ahnung, wie der heißt. Ist, glaube ich, auch ein Kunstwerk. Ja, hier ist ein kleines Wehr. Und jetzt geht es hier in die Innenstadt von Techte rein, aber ich glaube gar nicht richtig durch die Innenstadt durch.
hier aus Techte raus geht's jetzt tatsächlich mal an der Enz entlang. Und so früh am Sonntagmorgen ist es hier noch wirklich ruhig. Ich genieße es gerade. Aber ich denke mal, das wird sich heute im Laufe des Tages noch ändern, weil wir haben heute 1. Mai. Das Wetter soll einigermaßen brauchbar sein. Da wird es bestimmt streckenweise ein bisschen voller werden. Na egal. Ja, das ist hier auch mal ein klasse Abschnitt. Links ist ein Radweg. Rechts, ja weiß ich nicht, ist das die Ems oder sind das kleine Teiche? Ne, das sind Teiche. Kann man nicht so gerade eben nur durch die Bäume hindurch sehen. Bin ja mal gespannt, heute ist 1. Mai. Ob ich viele Bollerwagenhorden unterwegs sehe oder dergleichen. Ich weiß gar nicht, macht man das heute noch so? Früher haben wir mal eine Radtour gemacht, aber Saufen war nie so groß. Klar, schon ein Bierchen dabei getrunken, aber gesoffen nicht wirklich. Durch Münster geht der Radweg nicht durch. Jetzt geht es hier Richtung Bevern. Bevern? Ja doch, Westbevern. So. Ja, wer den Ems-Radweg kennt und oder einige Ems-Radweg-Videos kennt, der wird den Sachsenhof vermissen auf meinem Video. Da bin ich gerade vorbeigekommen, da war die Hölle los. Deswegen bin ich auch nur vorbeigefahren, habe es mir nicht angeschaut. Aber jetzt bin ich an der Stelle, da war der Andreas schon mal, der Velotourer. Zeige ich euch mal. Hier seht ihr da den Schornstein. Das ist keiner, das ist Kunst. Insgesamt gefällt mir der heutige Tag schon ein bisschen besser landschaftlich. Man fährt nicht so viel durch städtisches Gebiet. Finde ich schon angenehmer. Insgesamt um einiges ruhiger. Okay, jetzt ist heute auch noch Sonntag, aber schon um einiges ruhiger. Naja, 1. Mai, von daher sind schon einige Radfahrer unterwegs, aber bis jetzt zum Glück noch keine Saufhorden. Dann ist ja ganz okay. Ja, auch heute fährt man noch wenig an der Ruhr entlang. Ach, Ruhe. Meine Güte, an der Ems. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch die Ems schon länger nicht gesehen, zumindest bewusst nicht gesehen. Naja, schauen wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es jetzt als nächstes hingeht, welcher Ort als nächstes kommt. Ist mir auch nicht so wichtig. Aber man könnte fast meinen, in Bochum zu sein, auf der Grimmberger Sichel. Ja, okay, ganz so hoch ist er nicht. Ja, hier der Mini Lost Place, der darf natürlich auch in keinem Ems-Radweg-Video fehlen. Ja, jetzt kommen wir gleich zur Bockholter Fähre. Gucken, ob ich da was zu essen kriege. Ja, das soll nicht sein. Ich habe gestern schon
leichte Knieprobleme gehabt. Und na, hab gedacht, ja, guck mal, wie es heute geht. Heute Morgen war eigentlich ganz okay. Hab zwar Knie zwar noch gemerkt, aber war okay. Und dann jetzt heute unterwegs, irgendwann meldete sich wieder das Knie. Dann habe ich nochmal ordentlich Pause gemacht. Da an der Bockholter Fähre was gegessen. Ja, und Knie war eigentlich wieder ganz okay und waren dann eigentlich nur noch 20 Kilometer bis zu meinem heutigen Campingplatz. Und jetzt stehe ich hier keine 5 Kilometer mehr und mein Knie geht gar nicht mehr. Vorbei. Laufen geht überhaupt, aber ja, kein Problem, ist auch übertrieben. Also ich habe im Stehen und im Sitzen keine Schmerzen, aber Kniebeugen geht im Moment gerade gar nicht. Ich musste hier gerade so einen kleinen Berg hoch und dann hat es auf einmal einen Knacks, einen Riss gegeben, keine Ahnung. Höllische Schmerzen. War direkt vorbei. Bin hier dann noch das Stückchen hochgelaufen. Ich stehe hier mitten in der Pampa, wie ihr seht. Hier ist nichts, nur eine Kreuzung. Jede Menge Fahrradfahrer kommen vorbei. Ich habe mir gerade meinen Stuhl dahingestellt, damit ich nicht die ganze Zeit hier stehen muss. Zu Hause angerufen. Ja, mein Schwager und mein Vater sind schon unterwegs nach hier. Die holen mich jetzt ab mit meinem Auto. Naja, das war's dann mit Emsradweg. Soll nicht sein. Naja, das soll es dann hier gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sage ich tschüss, vielleicht bis zum nächsten Mal.